Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Silence. Wir sind momentan ja noch mit Rini unterwegs und suchen immer noch diese bittere Pflanze oder etwas Bitteres, um dass diese Schlingpflanze oder diese, wie sagt man den? Es gibt doch auch in echt diese Pflanzen, die Fliegen fangen können. Das ist so eine Art von dieser Pflanze, die müssen wir aufkriegen mit etwas Bitterem. More berries. And they look even more bitter than the others. Super, super bitter. Gonna get him. Ja. Ich denke, ich muss an die Beeren kommen. I'm gonna build something out of that. Ist sie das? A whisper bridge. Hä? Hat sie das selbst gesagt? You'll try. I'll try anyway. The end is near. I'll help you. Shush. Just shut up. Also die Stimme hat geklungen wie sie selbst. Take, take, little tree. Throw your berries down to me. Yay, there's one. Ist doch nicht immer alles. Ew, tastes like Sunday stew. Yay. Just what we need. Ja, dann nochmal Bäumchen, schüttel dich. I better get three. Gotcha. Haha. Und zurück. Diese Dinge, die sahen aus wie die Masken von den Monstern, die wir eben gesehen haben, also in der ersten Folge gesehen haben. Ja. I got the bitter berries. What now? Extract the bitter elements. Ex what? You need a lot of heat. Now we're talking. So we need a fire. Wieso kann sie die Beeren nicht einfach in die Pflanze reindrücken? Don't inhale. Okay, whoa, smells like bathroom duty on Wednesday. Okay, wir haben Gas. That won't help me start the fire. Wir brauchen ein Feuer. Nochmal, ich geh nochmal runter, da war noch dieses kleine Vieh. Vielleicht kann das helfen. Das hat ja auch so geleuchtet. And who are you? Oh, hey! No need to be afraid. Hello, Buzzy. I'm Rini. What's your name? Bye-bye, Buzzy. If you see Noah, tell him there's no need to worry. I'm fine. Klar. What did you just poop there? It's glowing. Hot honey. Okay, perfect. Ow! Fast perfekt. I could light a fire with that, but it's too hot to touch. Nimm. Tar burns, but it won't make sparks. Moos? I can use that to douse the fire later on. I can use that to douse the fire later on. Kann man es nicht nehmen? Nein, nicht. Okay, also ich denke, wir brauchen was, um es aufzuheben, damit wir es zum Gas bringen können. Und dann kommt da eine Stichflamme. Hätte ich jetzt gesagt.
Speeren. Was ist ein Tombstone? Is that a tombstone? Well, yes. Did someone drown there? In the swamp? Ah, ein. And what does this sign mean? Eternal love or something along those lines. There's a glowy blob from the bee over there. Shall I put the berries on it? They'll just burn. Look for something fireproof instead to bring the glow drop over here. Good idea. Kann ich dann noch Don't get too close, Rini. Don't want you to get stuck as well. I'll help you. Okay, ich muss wirklich was finden, mit dem ich das aufheben kann. A bone could do the trick. Not brittle at all. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ja klar, mein Moos kann auch brennen, wenn es trocken ist, aber... Was kann ich noch verwenden? I wonder how that fish ended up here. And how he looks on the inside. Okay, vielleicht. Oh, there's another monster head in here. Okay. It's a real monstrosco. Smells really bad. Hello? 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 Anybody here to help me? Sei doch mal still. Ich weiß nicht, ob die Dinger nicht hören können. Why won't you keep your mouth open? How did those get over there? Can you walk? Let you do that the second I look away. Kann ich nicht. Den Mund aufmachen. Maske nehmen und sie da reinlegen. Say, Dr. Rini will give you a quick checkup. Denn jetzt kann ich da rein. Ja. Und. Ha! Look what we have here. A knight's helmet. Awesome. Ah, cool. Well, awesome for me. Not so much for the knight. Ja. Jetzt haben wir einen Helm. Das ist perfekt, damit können wir auch diese... It'll protect me from fire-breathing dragons. Gehen. Aha, ja, okay, von denen auch. Aber du kannst damit auch den heißen Honig I anheben. Finally found something fireproof. I found something to start a campfire. Good job, Rini. But the wood here in the swamp won't be dry enough. Uh-huh. You should probably look for something else that burns well. Ah, ich weiß schon And was. Also, try to find something that isn't so close to me. Das wird eine Stichflamme geben. It won't make a whole swamp explode, will it? What do you mean? I mean, when I set the gas on fire. Hmm. Ah, well. I guess it will. Good thing Noah isn't watching. I got some bitter berries and a fire. But what now? You can extract the bitter components by boiling them in water. Say no more. Wir gehen wieder runter, weil wir brauchen Wasser. Auch wenn das Wasser dann nicht sehr sauber aussah oder clean, ist ja egal. Ist ja nicht für uns. Ich hoffe, dieses Viech kommt nicht wieder. Tara's stupid. Tara's stupid.
Ah, kann ich jetzt das Moos nehmen? That feels funny. Me, ma, mau, gonna milk a cow. Sit, sap, sill, a whole bucket full. Also, wir haben das Wasser, wir haben den Topf, beziehungsweise den Herrn. Jetzt kommt das Köcheln und die Beeren rein. Yay, I'm a real cook now. Oh, I think the potion is ready. Look what I got here. Super bark. Ja, der Herr, gut, sie hat zwar Handschuhe an, aber der ist bestimmt nicht heiß. Und wir leeren. It'll taste worse than broccoli. You'll see. Just hope the juice is bitter enough. Hat das dem Vogel nicht wehgetan? Very well done, young lady. Hooray! Oh look, Horus carries a message from Janus. We gotta catch him quick. Good bird. Und schnapp! Nein! Great. Ja, du bist zu langsam, Rini. Hat alles versaut. Aber die Nachricht war vermutlich nicht für uns bestimmt. Der Vogel wird sie jetzt sicherlich an die Person liefern, die sie auch kriegen sollte. Jetzt geht's weiter. Und wir sind wieder bei Noah und seiner kleinen Freundin. Deren Namen ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen habe. Aber das werde ich mir mit der Zeit dann schon noch merken. Kira. 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 Yeah, yeah, just needed to catch my breath. Kira, okay, den Namen sollte ich mir eigentlich merken können, denn sie heißt gleich wie der Hauptcharakter von Death Note. What do you think it is? Smell of honey, vielleicht magic light, mir so. The forever engraving in the tree. A hotspot for drug dealers? A place where lovers meet, fool. Come here with your beloved. Be free. Sit on soft blankets. Eat plump and juicy grapes and be joyful. Been a while, huh? A whole lifetime. Und da ist unser Vogel. Cool. Die Nachricht war also für sie bestimmt, für Kira. Sounds like a sick crow. No, that's Horus, our messenger. I've been waiting for him. Come, Horus, come to me. Come on, it's me, Kira. Der hat wohl keinen Bock. What's wrong? You know me. That's probably the problem. What are you implying? Ja. Stupid crow. Okay, wir müssen also an die Nachricht kommen. Crap. I can't believe we're stuck here. Erstmal eine Wurzel treten. Who gives a damn about Janus? I do, and without me, you won't find Rini. Yeah, I get it. You're nothing but dirty kidnappers. Nobody here asked for you. I won't leave without the message. Then give me your sword and I'll cut down that tree. No, and no, you won't. Give me a leg up. Okay. Okay. Ist so einfach. Okay, doch nicht so einfach. I thought you were clumsy, but you're also a wimp. You're just too heavy. What? It's not me, it's the armor.
Ja, genau. Es ist die Rüstung, die so schwer ist. Nicht ein fetter Arsch. Also, vielleicht... Ja, Spot. Geh mal in das Loch. Okay, es klingt tief. Geh da nicht rein. Oh, nein. Das wusste ich nicht. Okay. Wir gehen wieder zu Rini, aber wir gehen wieder zurück, denn ich wusste nicht, dass man so zu wechseln kann. Ist irgendwie cool. Hide over there, quickly. Oh no, what do we do now? Shh, no talking. Seekers have keen ears. Okidoki. Okay, die hören also wirklich schlecht. Okay. Wir werden dieses Rätsel da erst lösen, wenn wir Noahs Rätsel gelöst haben. Auch wenn es etwas spannender aussieht, aber ich möchte doch zuerst das von Noah haben. Die Geschichte hat mich ja eigentlich so zu Noah geführt. Also ist es wohl vorgesehen, dass ich zuerst das mache. Und das werde ich jetzt auch. Ja, bei denen ist es schöner. Also Spot. Maybe with a bit more oomph. Ja, wir wissen es, Noah kann nicht werfen. Ja, versuchst du doch mal. Forget the throwing, okay? You just can't do it. Hauptsache, sie macht. Weißt du, die scheiß Steinwand klettert sie hoch, als wäre es nichts, aber in einen kleinen Baum kommt sie nicht hoch. The camp must be somewhere up there. Rini! Ja, ich glaube nicht, dass Rini hier in der Nähe ist. Irgendwas mit diesem Loch. Dark hole. Something Sadwick can see as a metaphor for his life, I bet. For me, it's just a hole. Though, it is a pretty dark one. Was ist, wenn du flach bist? Kannst du anders machen, da? Hey, that's awesome! Look! Stop goofing around! We have a real problem here. Hey. Maybe you'll hit the capsule. Give it a go. Vielleicht kann sie ihn hochwerfen. Just great. Ja, sie ist wohl nicht besser als wir. Didn't we go directly to camp? This is more important. Not for me. Was haben wir noch? Geh du mal daran. Crap. Ja, aber vielleicht flach. Crap. Nein. Huh?
Okay, das hat auch nichts gebracht. We put quite a distance between us and Calamar. Ja, das geht nicht, wissen wir. Können wir da weitergehen? Nein. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wir waren mit Noah hier, 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 hier und hier. Und hier waren wir auch. Wir waren mit Spot flach. Das ging nicht. Was war da? Nichts. Rini! Spot. Normal. Irgendwie vergesse ich immer seine normale Form. Ah, okay. Ja. Nur was zu essen. Can you get up there, Spot? What kind of caterpillar can't climb? Also, wir haben mittlerweile wirklich alles abgegrast wieder. Don't give up, it's just a tree. Ja, eben, sage ich ja. Aber... Listen, it's nothing personal, okay? Just don't bug me. Can you get up there, Spot? What kind of caterpillar can't climb? Maybe with a bit more oomph. Ja, das haben wir ja schon versucht. Haha. Forget the throwing, okay? Kannst du nicht da rein? Crap. Und dann können wir sie aufbrechen und... Alles versucht. Crap. Why don't you just climb up there? Are you worried about the beautiful bark or something? Nonsense. Work with me here. I don't think you have to punish the tree just because times are changing. Less talking, more kicking the tree. Echt jetzt? Er hat sich versteckt, was für eine feige Sau! Wieso hat sich... Hä? Wieso bewegt sich diese Wurzel? Are you crazy? I'm not touching anything. Are you crazy? I'm not... Ah!
Okay. Damn it, Kira. You go first. You go first. Was für eine feige Sau. You all right? Erstmal klein, den kleinen Wurmhut schicken, um, also Spot, um sicher zu gehen, dass man nicht stirbt. Hallo? Egal. Also, wir beenden diese Folge hier. Klettern noch kurz in die Höhle runter. Also ich muss sagen, Noah ist schon eine kleine Pussy. Ich hoffe, das ändert sich noch. Das ist schon, ja. Ich meine, er ist der Held dieser Geschichte. Oh! Von dem möchte man definitiv nicht getroffen werden. Hey! Damn, she's out cold. Okay. Was wir hier tun, sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Abo da lassen und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Von mir war es das. Bis dann.